Nizza ist die älteste Partnerstadt Nürnbergs. Als beide Städte 1954 ihre Partnerschaft begründeten, galt es vor allem vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, neue Wege zur Annäherung an den Nachbarn Frankreich zu finden. Inzwischen sind die Feinde von einst längst Freunde geworden. Und so ist es heute mehr der touristische Reiz, der die Nürnberger an die Côte d'Azur zieht. Ein wenig neidisch kann der Gast aus Franken schon werden, wenn er in der traditionellen Urlaubsresidenz der High Society und Wahlheimat betuchter Pensionäre den Duft der großen weiten Welt schnuppert. Aber Nizza hat noch mehr, was es zu entdecken gibt. Matisse Chagall und all die anderen lichthungrigen Maler der klassischen Moderne hat es hierher gezogen. Und heute besitzt die Stadt Sammlungen von hohem Niveau. Längst genießt Nizza auch als Kongress- und Messestadt sowie als Hightech-Standort internationale Anerkennung. Und so ist es heute die Mischung aus Moderne und Tradition und natürlich noch immer die einzigartige Lage, die den besonderen Charme dieser Stadt ausmacht.